Oh, hallo. Herzlich willkommen wieder bei Nerdfallmedizin. Es weihnachtet ja schon so sehr und es ist richtig kuschelig, da mümmelig mit einem Tee da zu sitzen, aber... Philipp, ja? Es ist wieder soweit. Unser Nerdfallmedizin-Video. Ja, Martin. Philipp, sag mal, hast du schon wieder getrunken? Ist da schon wieder Schnaps in deinem Tee? Nein, wieso? Aber Martin, Alkohol wäre doch mal auch sowieso ein interessantes Thema, oder? Einfach so, zufällig. Wollen wir darüber sprechen? Möchtest du ein Video machen? Ja, warum nicht, oder? Machen wir's? Na gut. Also Alkoholintoxikation oder was? Back to business, baby. Die Alkoholintoxikation, wie ihr sicher alle wisst, ist eine sehr häufige Diagnose. In Deutschland gibt es über 100.000 Patienten oder 100.000 Menschen pro Jahr, die mit dieser Diagnose im Krankenhaus behandelt werden. Manche wohl auch häufiger als einmal im Jahr. Ja, für mich ist immer die Frage, was darf man bei diesen Patienten auf gar keinen Fall übersehen? Martin, was sind denn für dich so die wichtigsten Punkte, auf die du immer ganz besonders achtest bei diesem Klientel von Patienten? Also ich finde, man muss da einfach immer aufpassen, dass man in dem potenziell Betrunkenen oder in dem bekannten, stadtbekannten Alkoholiker, der wieder vom Bahnhof kommt, die wichtigsten Differentialdiagnosen nicht übersieht. Wichtig sind 5 Differentialdiagnosen. Das eine ist die Hypoglykämie. Das wird uns allen ins Hirn gehämmert und es ist wichtig, das auch hier nicht zu vergessen. Jemand, der Vigilanz gemindert ist, braucht eine Blutzuckerbestimmung. Gibt es überhaupt keine Diskussion, auch wenn der zum dritten Mal am Tag schon wieder betrunken irgendwo aufgefunden wird. Zweitens, kann das eine neurologische Ursache sein? Kann der eine Hirnblutung haben, einen Schlaganfall? Gibt es da irgendeinen Hinweis darauf? Auch an das muss man denken. Die Elektrolytstörung als dritte Differentialdiagnose, die wirklich relevant ist. Gerade Philipp hat dazu vor kurzem was geschrieben, die Hyponatremie. Denkt dran, solche Patienten haben häufiger Elektrolytstörungen, gerade die bekannten chronischen Alkoholiker. Kann sein, dass die Vigilanzminderung, mit der dieser Patient da zu euch kommt, traumatisch bedingt ist. Häufig ist das bei Menschen mit chronischem Alkoholabusus sehr schwierig zu unterscheiden. Ist diese Prellmarke von gestern, von letzter Woche oder ist sie halt von gerade eben? Und man darf nicht vergessen, wenn diese Patienten stürzen im Rahmen einer schweren Intoxikation, Alkoholintoxikation, wenn sie einfach nur mal so umfallen, die müssen gar nicht tief runterstürzen, knallen die mal richtig hin und können sich schwer verletzen. Und das Letzte ist, wenn schon eine Alkoholintoxikation vorliegt oder vermutet ist, kann es vielleicht eine Mischintoxikation sein. Ist da noch was anderes dahinter? Können da Drogen dahinter stehen? Medikamente, wo man vielleicht auch was dagegen machen kann oder machen muss? Ja, sicherlich darf man auch die Malnutrition, also die Mangelernährung bei solchen Patienten nicht außer Acht lassen, dass man eben Hypovitaminosen, gerade die Wernicke-Enzephalopathie, eben nicht übersieht. Denn die ist ja insgesamt, also Gangunsicherheit ist ja etwas, was häufig bei intoxikierten Patienten eben auftritt, gehört eben auch zur Wernicke-Enzephalopathie. Das darf man einfach nicht übersehen. Genau, das hepatische Koma quasi noch, so Ammoniak und so weiter. Dran denken. Dran denken, ja, das macht Sinn. Okay, Martin, jetzt habe ich so einen Patienten, der liegt bei mir, der muss jetzt aber zur Überwachung aufgenommen werden, zum Beispiel wegen der Hyponatremie. Aber der ist auch alkoholintoxikiert, hat vielleicht 2,5 Promille. Was sind denn wichtige Sachen, die einem während des stationären Aufenthalts da begegnen können? Also einerseits der Selbstschutz, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Das heißt, sowohl in der Aufnahme, also das gilt für den Rettungsdienst, für die Notaufnahme, auch für die Station, sind solche Patienten durchaus immer wieder aggressiv. Da ist wichtig, dass man gewisse Distanz wahren kann. Aber was viel häufiger ist, das sind Entzugserscheinungen bis hin zum Entzugsdelir. Das kann schon beginnen, wenn solche Patienten stürzen und verletzt in der Notaufnahme liegen, vielleicht mit Bagatellverletzungen und länger auf eine Diagnostik warten, mehrere Stunden, weil halt gerade sonst viel los ist, dann können sie schon Entzugserscheinungen haben. Oder die haben 1,5 Promille und das ist aber für die schon ganz, ganz niedrig und die kommen schon leicht entzügig in die Notaufnahme. Solche Patienten, das erleben wir immer wieder, gerade wenn die auf Stationen sind zur Überwachung, bekommen häufig Entzugserscheinungen und werden dann irgendwie so entlassen gegen ärztlichen Rat, ja, weil sie dann auch nicht mehr wollen, dann werden sie ein bisschen fordernd und dann wird das alles unangenehm, dann schmeißt man die raus oder sagt, ja, dann gehen sie halt. Solchen Patienten kann man gut helfen. Also Entzugserscheinungen kann man sehr, sehr gut mit einer programmierten oder gewünschten Benzodiazepingabe helfen. Dazu gehört bei den chronischen Alkoholikern auch noch eine Thiamin, also Vitamingabe.
Oder auch Clonidin zum Beispiel. Clonidin, genau, gibt es verschiedene Rezepte, ja. Genau. Wenn man jetzt einen Patienten hat, der ist alkoholintoxikiert, der kann aber entlassen werden, weil er sich zum Beispiel vorgestellt hat, nach einem Sturz, war jetzt traumatisch alles ausgeschlossen, dass da ist alles okay. Oder versorgt quasi. Genau, oder versorgt, ne, Platzwunde zugenäht, jetzt darf er nach Hause gehen, theoretisch aus medizinischem Grund, aber er ist halt noch stark alkoholintoxikiert. Was sind so die Kriterien, die du dir immer abfragst, damit ein Patient entlassen werden kann? Schwierig ist ja, irgendeine diffuse Promillegrenze zu definieren. Zum Beispiel, wenn der Philipp jetzt 2,5 Promille hat, dann wird er wahrscheinlich ein GCS von 3 haben ungefähr. Ne? Andere Patienten, hängt halt vom Training ab. Andere Patienten sind mit 2,5 Promille völlig gang- und standsicher. Die drei Zauberwörter sind Gang, Stand und Verhandlungssicherheit. Das heißt, der Patient kann gehen, der kann stehen und er weiß auch, in welcher Situation er selber ist und kann seine Risiken selber einschätzen. Da gibt es keine fixe Promillegrenze. Natürlich gibt es da unterschiedliche legislative Entscheidungen, je nach Bundesland und sogar teilweise nach Region. Da gibt es auch unterschiedliche Abmachungen mit der Polizei, ab wann kann jemand die Polizei gewahrsam, ab wann nicht. Aber grundsätzlich sind das die drei zentralen Worte, die man so oder in einer ähnlichen Form auch dokumentieren sollte, wenn man so jemanden entlässt. Ne? Genau, und ich glaube, was ich immer noch wichtig finde, ist zur Gangsicherheit auch noch die Wendefähigkeit. Die Wendefähigkeit. Ja. Und zwar, dass man den Patienten mal 5 Meter in eine Richtung gehen lässt und dann soll er aber selbstständig wieder auch zurückkommen. Denn manchmal merkt man, dass die Patienten dann, wenn sie sich drehen, plötzlich umfallen. Ja, dann kann man die natürlich auch nicht entlassen. Und was vielleicht noch von meiner Seite aus ganz, ganz wichtig ist, ist, es gibt eben, das hat der Martin ja schon gesagt, keine Promillegrenze, die irgendetwas rein rechtlich festlegt. Also es gibt da nicht eine 3-Promille-Grenze oder eine 2-Promille-Grenze, sondern das macht man tatsächlich von der Klinik des Patienten abhängig. Ein Patient, der sehr gut an Alkohol adaptiert ist, der kann sehr wohl auch bei 2 Promille vollkommen verhandlungssicher sein. Da kann man keinen numerischen Wert zu Rat. Solche Patienten akut auszunüchtern, also quasi zu sagen, sie müssen da jetzt auf unserer Notaufnahme liegen bleiben, bis sie 0 Promille haben, 0,0 oder 0,3 oder 0,5, das führt zu richtig großen Problemen. Die werden dann massiv Entzüge kriegen, kommen ins Entzugsdelir. Das ist häufig dann ein echt intensiv stationspflichtiger Zustand. Kriegen Entzugskrämpfe, das ist ein dramatisches Bild. Und das ist auch nicht ganz so unser Job in der Notfallmedizin, ja? Die Leute da jetzt zwangs auszunüchtern. Genau, aber was man, glaube ich, da auch sagen muss bei den Patienten, das sind natürlich Patienten, die ganz häufig schwierig sind, die häufiger mal aggressiv werden, die häufiger mal auch aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, deswegen vielleicht sich nicht so sehr der Körperhygiene widmen können, die ohne festen Wohnsitz sind, die manchmal Sprachschwierigkeiten haben, weil sie eben vielleicht Flüchtlinge sind, die Schlimmes gesehen haben, deswegen auch trinken. Das sind ja ganz häufig auch Persönlichkeiten, die einfach ein schweres Leben hatten. Und was wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen, ist, dass die Patienten von unserem medizinischen System auch ganz häufig nicht ausreichend berücksichtigt werden. Das heißt, das sind nicht die Patienten, die regelmäßig zum Hausarzt gehen, sich damit ihren Wehwehchen vorstellen, sondern es sind ganz häufig Patienten, die da überhaupt gar keine ambulante Anbindung haben. Und bei denen wir dreimal nachschauen müssen, ob da nicht vielleicht doch noch eine medizinische Ursache eben da vorliegt. Wenn eben zum Beispiel ein Patient mit Sprachschwierigkeiten intoxikiert sich bei uns vorstellt, dass wir eben nicht übersehen, dass der eigentlich mal gekommen ist, weil er kaum noch Luft bekommt und AP-Beschwerden hat. Das heißt, schaut da bitte genau hin. Und eine Sache, die Martin und ich jetzt gerade zur Weihnachtszeit ganz, ganz dringend nochmal sagen wollen. Wir machen ja alle unseren Beruf, weil wir helfen wollen. Nicht, weil wir urteilen wollen oder verurteilen wollen. Wir sind keine Richter, wir sind Notfallmediziner. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das darf man auch gerade in einer stressigen Schicht, wo man vielleicht dann auch noch einen extrem nervigen Patienten hat, einfach nicht vergessen, dass die Leute zu uns kommen, weil ihnen geholfen werden soll und nicht um uns persönlich da jetzt zu nerven. Philipp, ich finde, das ist ein sehr schöner und weihnachtlicher Abschluss. Mhm. Aber wenn ihr dem Philipp ein Weihnachtsgeschenk noch machen möchtet, so heimlich, weil er sitzt so traurig da und sein Tee ist schon fast leer, der Schmusetee, dann teilt und liked das Video einfach. Ein besinnliches Weihnachtsfest wünsche ich euch. Ruhige Dienste. Und wir freuen uns sehr, euch nach den Feiertagen dann wieder mit lustigen Videos beschenken zu dürfen. Bis bald bei Nerdfamilizin. Oh.